Im heutigen Video werden wir über das magische Gesetz sprechen. Genau wie in der Muggelgesellschaft müssen sich Hexen und Zauberer innerhalb des Rahmens eines Gesetzes verhalten und bewegen. Ein bisschen davon haben wir in den Filmen gesehen. Zum Beispiel als Harry eine Disziplinaranhörung vor dem Zaubergamot hatte. In diesem Fall hatte Harry ein Patronuszauber angewandt, um die Dementoren abzuwehren, die ihn und seinen Cousin Dudley angriffen. Zum Glück für Harry schritt Dumbledore ein und beschützte ihn, was dazu führte, dass Harry ohne eine Anklage davonkam. Allerdings ist Zauberei für Minderjährige nur ein Gesetz in der Zauberergesellschaft, die in Wirklichkeit viel mehr Gesetze hat, als du vielleicht denkst. Heute werden wir sie aufdecken, zumindest alle, von denen wir Informationen haben. Lasst uns direkt starten. Beginnen wir als erstes mit dem größten und wohl auch dem wichtigsten Zauberergesetz, dem Internationalen Statut der Geheimhaltung von Zauberern. Dieses Statut oder Zauberergesetz wurde 1692 eingeführt, um die Existenz von Hexen und Zauberern vor den Muggeln zu verbergen. Pottermore sagte dazu Folgendes: Die zaubernde Gesellschaft war nicht immer so versteckt, jedenfalls nicht so systematisch. Im Mittelalter wurden Zauberer brutal von Muggeln verfolgt, die Angst vor der Magie hatten, aber auch nicht sehr gut darin waren, sie zu erkennen. Dies führte dazu, dass viele Zauberer in selbst auferlegter Geheimhaltung operierten. Einige extremistische Zauberer wollten Krieg gegen die Muggel, aber die breitere Gemeinschaft entschied sich stattdessen für die Geheimhaltung. Ein internationales Gesetz, das vom Zaubereiministerium jedes Landes durchgesetzt wurde und das für die Geheimhaltung von Gesellschaften, die Kontrolle von magischen Tieren, Wesen und Geistern zuständig war. Es sorgte aber vor allem dafür, dass die Zauberer nicht aufflogen. Die Einführung des Gesetzes war jedoch nicht unumstritten. Das internationale Geheimhaltungsstatut für Zauberer war die Quelle einer umstrittenen Debatte in der zaubernden Gesellschaft, vor allem weil die Leute gefragt haben, ob Zauberer diejenigen sein sollten, die im Untergrund leben sollten und nicht die Muggel. Es handelt sich um eines der größten und wichtigsten Zauberergesetze, da es direkt für die Grenzen zwischen Muggel und Zauberei verantwortlich ist. Verstöße gegen dieses Zauberergesetz werden besonders ernst genommen und die Strafen können ziemlich hart ausfallen. Als nächstes haben wir das Muggelschutzgesetz. In Abgrenzung zum letzten Gesetz, das in erster Linie geschaffen wurde, um Leben auf beiden Seiten zu retten, haben wir das Muggelschutzgesetz, ein Gesetz zum Schutz von Muggeln vor potenziell schädlichen magischen Objekten. Dieses Gesetz wurde teilweise von Arthur Weasley verfasst, dem Leiter des Büros für den Missbrauch von Muggelgegenständen im Ministerium. Das Muggelschutzgesetz war einer der Gründe dafür, dass das Zaubereiministerium Razzien durchführen konnte und auch durfte. Dieses Gesetz zwang Leute wie Lucius Malfoy zu Borgen und Burks zu gehen und Familiengegenstände zu verkaufen, die äußerst fragwürdig waren. Als nächstes haben wir das Dekret zur gerechtfertigten Konfiszierung. Das Dekret, das sich von dem oben erwähnten Gesetz ableitet, erlaubte dem Ministerium die Konfiszierung von Gegenständen, von denen sie annahmen, dass sie illegal sind. Das Ministerium durfte dann die Gegenstände für einen Zeitraum von 31 Tagen behalten. Rufus Skimgore machte sich dieses Gesetz zunutze, um die Gegenstände zu untersuchen, die Dumbledore, Harry, Hermine und Ron hinterlassen hatte, darunter auch das Schwert von Godric Gryffindor. Als nächstes haben wir das Register der verbotenen, verzauberbaren Gegenstände. Auch im Bereich der magischen Gegenstände und Artefakte gibt es das Register der verbotenen, verzauberten Gegenstände. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Liste aller Gegenstände, bei denen es Zauberern und Hexen gesetzlich verboten ist, sie mit Zauberei zu verändern. Als nächstes haben wir das Verbot der experimentellen Züchtung, ein Gesetz, das dem Magizoologen Newt Scamander sicher bekannt sein dürfte, denn er hat es eingeführt. Dieses Gesetz verbot die Erschaffung neuer, gefährlicher magischer Kreaturen in Großbritannien und wurde 1965 eingeführt. Dieses Gesetz überließ die Erschaffung neuer Rassen dem Ministerium. Newt betrachtet die Umsetzung dieses Gesetzes als seine größte Leistung. Ein großartiges Beispiel für die Nichteinhaltung dieses Gesetzes war die Begegnung von Harry und Arthur Weasley mit einem Ministeriumsangestellten mit einem Karton, der ein feuerspeiendes Huhn enthielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kreatur nicht das Produkt einer experimentellen Zucht war. Als nächstes haben wir den Werwolfs-Verhaltenskodex und das Register.
Der Verhaltenskodex für Werwölfe bezieht sich auf eine erfolglose Gesetzesinitiative, die Werwölfe aufgefordert hat, sich bei ihrer jeweiligen Zauberregierung zu registrieren und sich jeden Monat an eine Reihe von Anweisungen zu halten. 1637 wurde ein Verhaltenskodex für Werwölfe entwickelt, den Werwölfe unterschreiben sollten, indem sie versprachen, niemanden anzugreifen und sich jeden Monat sicher einzuschließen. Es überrascht mich nicht, dass niemand diesen Kodex unterzeichnete, denn niemand war bereit, ins Ministerium zu gehen und zuzugeben, ein Werwolf zu sein. Jahrelang blieb dieses Werwolfsregister, in das jeder Werwolf seinen Namen und seine persönlichen Daten eintragen sollte, leer, weil so viele der Neugebissenen versuchten, ihren Zustand zu verbergen und der unvermeidlichen Schande und Verbannung zu entgehen. Als nächstes haben wir das Animagus-Register. Ein Animagus ist eine Hexe oder ein Zauberer, der oder die sich nach Belieben in eine Tierform verwandeln kann. Dies ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die nur wenige besitzen. Aber mit dem Wissen um diese einzigartige Fähigkeit geht die Verantwortung einher, den Animagus-Status beim Zaubereiministerium anzugeben. Diese Registrierung beinhaltet die Offenlegung der eigenen Tiergestalt und besonderen Merkmale. Der Hauptgrund für die Registrierung ist, sicherzustellen, dass die Animagi ihre Fähigkeiten nicht missbrauchen und das Ministerium sie im Auge behalten kann. Als nächstes haben wir den Kodex für die Verwendung des Zauberstabs. Der Kodex für den Gebrauch von Zauberstäben ist genau das, wonach er klingt. Ein Zauberergesetz, das den Gebrauch von Zauberstäben regelt. Sein Vorläufer war das Zauberstabverbot von 1631. Das Gesetz ist alles andere als fortschrittlich und besagt, dass es keinem nichtmenschlichen Wesen erlaubt ist, einen Zauberstab zu tragen oder zu benutzen. Dieses Gesetz schloss andere magische Wesen wie Kobolde und Elfen vom Tragen von Zauberstäben aus. Die Kobolde wehrten sich vehement dagegen. Dieses Gesetz ist besonders ungerecht, denn es gibt keinen Grund, warum Kobolde, ein Eckpfeiler der Zauberergesellschaft by the way, das Recht verweigert werden sollte, einen Zauberstab zu benutzen. Als nächstes haben wir das Dekret zur angemessenen Beschränkung für Zauberei für Minderjährige. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1875 verbietet die Verwendung von Zauberei durch Minderjährige außerhalb der Schule. Der Begriff minderjährig bezieht sich auf Hexen und Zauberer unter 17 Jahren, für die das Gesetz gilt. Dieses gilt, solange die Spur noch aktiv ist. Dieses Gesetz, das vom Amt für den unsachgemäßen Gebrauch von Magie durchgesetzt wurde, war dasjenige, für das Harry vor Gericht stand, weil er Zauberei genutzt hatte. Der einzige Lichtblick an diesem Gesetz war, dass normalerweise Warnungen ausgesprochen wurden, bevor Maßnahmen ergriffen wurden. Spätere Verstöße hatten jedoch schwerwiegende Folgen wie den Ausschluss aus Hogwarts und das Zerstören ihrer Zauberstäbe. Gemäß Klausel 7 konnte ein Schüler, der nachweisen konnte, dass er sich in einer Situation befand, in der es um Leben und Tod ging, mit einer Begnadigung davonkommen. Es ist auch erwähnenswert, dass sehr junge Hexen und Zauberer von dieser Regel ausgenommen waren, da sie fast keine Kontrolle über die von ihnen erzeugte Zauberei hatten. Ein Beispiel dafür war, als Harry versehentlich das Glas im Reptilienhaus verschwinden ließ. Als nächstes haben wir das internationale Verbot des Duellierens. Die Informationen zu diesem Dokument, dem internationalen Verbot des Duellierens, sind ein wenig unklar. Aus den uns zur Verfügung stehenden Quellen geht nicht ganz hervor, ob sich dieses Dokument auf die sportliche Variante des Duellierens oder auf die mit höherem Einsatz verbundene tödliche Variante des Duellierens bezieht. Ich denke mal, es ist die zweitere. Es ist auch unklar, ob dieses Dokument tatsächlich verabschiedet wurde und wenn ja, in welchem Jahr es verabschiedet wurde. Berichten zufolge hat das britische Ministerium 1994-1995 versucht, Länder in der ganzen Welt dazu zu bringen, sich auf dieses internationale Duellverbot zu einigen. Als nächstes haben wir das Rappaports-Gesetz. Das Rappaports-Gesetz war ein Gesetz, das 1790 von Emily Rappaport, der 15. Präsidentin der MACUSA, des Magischen Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, eingeführt wurde. Das Gesetz wurde erlassen, um die Trennung zwischen Nomadge, also Muggelgemeinschaften, und magischen Gemeinschaften zu verstärken. Wenn du dachtest, das internationale Geheimhaltungsstatut sei schlecht, würde dich Rappaports Gesetz schockieren. Nach diesem Gesetz war es Hexen und Zauberern gänzlich untersagt, Nomadges, also Muggel, zu heiraten und sogar sich mit ihnen anzufreunden. Freunden. Dies ist das Gesetz, das Jacob in Fantastische Tierwesen verbot, Queenie zu heiraten. Nur oberflächliche Interaktionen, die sich auf alltägliche Aktivitäten bezogen, waren nach diesem Gesetz erlaubt. Glücklicherweise wurde dieses Gesetz 1965 wieder aufgehoben. Als nächstes haben wir die Richtlinien für die Behandlung von Nicht-Zauberer-Teilmenschen.
Diese waren eine Reihe von Regeln und Vorschriften, veröffentlicht zu einem unbekannten Zeitpunkt, die die Behandlung von magischen Wesen regelten, die nicht ganz als menschlich angesehen werden konnten. Dazu gehörten Kreaturen wie Vampire und Geister. Die Funktion dieser Gesetzgebung war es, weitere Diskriminierung und Vorurteile gegenüber diesen Halbmenschen zu verhindern, die oft von der übrigen Gesellschaft verstoßen und stigmatisiert wurden. Als nächstes haben wir die Liste der Rechte des Zaubergamotts. Die Zaubergamott-Liste der Rechte war eine Liste von Rechten, die sich auf das Zaubergamott Großbritanniens, den Hohen Gerichtshof und das Parlament beschränkten. Die Liste der Rechte bezog sich auf die Rechte des Angeklagten, des Vernehmers und des Zaubergamotts als Ganzes. Eines dieser Rechte war, dass der Angeklagte das Recht hat, Zeugen für seinen Fall zu präsentieren. Dieses Recht hat Harry während seines Prozesses geholfen. Als nächstes haben wir die unverzeihlichen Flüche. Die Anwendung der unverzeihlichen Flüche, Avada Kedavra der Todesfluch, Crucio der Folterfluch oder Imperio der Imperiusfluch, würde zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban führen. Dieses Gesetz wurde gelegentlich aufgehoben, wie etwa während des ersten Zaubererkrieges, als es Auroren erlaubt wurde, die Flüche zu benutzen, um dunkle Zauberer zu fangen, die noch auf freiem Fuß waren. Als nächstes haben wir die Verwendung des Veritaserums. Veritaserum ist ein starkes Wahrheitsserum, das den Trinker zwingt, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Verwendung dieses Trankes wird vom britischen Zaubereiministerium streng kontrolliert. Und selbst wenn man es herstellen kann, heißt das noch lange nicht, dass man es auch benutzen darf. Zumindest nicht auf legale Art und Weise. Als nächstes haben wir das Gesetz der Apparierung. Die Apparierung, das heißt die Fähigkeit, sich zu teleportieren, war eine magische Fähigkeit, die vom Gesetz eingeschränkt wurde. Um frei apparieren zu können, muss man eine Apparationslizenz erwerben. Um diese Lizenz zu erhalten, muss man sie von der Abteilung für magische Transportwesen bekommen. Als letztes kleines Gesetz haben wir den Wohnsitz. Alle Hexen und Zauberer, die das Schulalter erreicht haben, werden in einem Register erfasst, in dem ihr Wohnsitz aufgelistet wird. Es ist allerdings unklar, ob Hexen und Zauberer gesetzlich verpflichtet sind, dem Ministerium ihren aktuellen Wohnort zu melden. Und das war's mit diesem Video. Damit sollten hoffentlich alle aufgeführten Zaubergesetze aus der Saga abgedeckt sein. Ich würde wetten, dass es noch viele andere Gesetze gibt, die wir einfach nicht kennen. Habe ich eins vergessen? Dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.